Also, hier sind wir jetzt beim Kompost. Es gibt den aktiven Kompost, wo man allerlei Küchenabfälle reinwirft und der immer besteht. Dann gibt es auch noch einen ruhenden Kompost. Da zerfressen ganz viele Insekten den etwas schon länger bestehenden Kompost und zersetzen ihn. Das kann man auch gut daran sehen, wenn man reingräbt mit den Händen oder mit der Schaufel. Dann kann man die Würmer zählen oder die Insekten, die man sieht. Und dann kann man erkennen, je mehr Würmer und Insekten, desto besser ist der Kompost.